Hallihallo, ihr lieben Bastelwütigen und Papiersüchtigen. Herzlich willkommen zum dritten Teil meines Watch Me Craft zu dem neuen Baby-Album. Ich hoffe, ich habe heute richtig und anständig vorbereitet, dass wir da ein ordentliches Stück vorankommen. Und ich habe tatsächlich das Karussell nochmal erneuert. Ich habe nämlich ganz lange darauf gestarrt und dann ist mir auch aufgefallen, was ich da falsch gemacht habe. Zum einen ist es mega wichtig, dass das hier ganz akkurat geklebt ist und ich habe es hier zu knapp an diese Falzkante geklebt. Ich habe das nochmal neu gemacht und habe das einen Millimeter weiter nach links geklebt und habe dafür gesorgt, dass dieses Teil, was hier unten dran ist, womit man das dann am Buch befestigt, da habe ich ja die Verstärkung oben rauf geklebt und das habe ich diesmal unten gemacht, so dass, wenn man das aufmacht, dass das nicht an der Kante dieses Aufsatzes stoppen bleibt, hängen bleibt, damit es da nicht schabt. Jetzt habe ich hier direkt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, einen kleinen Abstand. Und somit bewegt sich das besser. Ich hatte dann nur noch das Problem, dass die untere, als wenn das nicht richtig hält hier. Ich habe da nochmal einen Magnet dann zusätzlich hingemacht. Aber ich sehe gerade, das stößt sich immer noch ab. Jetzt geht es. Eventuell mache ich von der Seite auch noch einen Magnet gegen. Und dann werde ich hier einfach kleine Tiere, ich habe ja so viele kleine Tiere ausgeschnitten, das werde ich noch dazu machen. Und dann sind die überdeckt und dann hält es aber richtig. Weil irgendwas macht hier unten so viel Spannung, dass das nicht richtig ranklackt, obwohl die meine Magnete doch relativ stark sind. Das werden wir heute natürlich einkleben. Dann kann das hier auch endlich weg. Hier muss ich die noch raustrennen. Und dann habe ich zugeschnitten. Ich habe am Wochenende das Papier bekommen, was ich hier für diesen Pop-up-Mechanismus haben wollte. Das habe ich zugeschnitten. Ich habe die Zuschnitte für den Wasserfall. Hier habe ich noch keine Entscheidung getroffen, das weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Und hier habe ich auch fast alles fertig zugeschnitten. Hier ist schon was, da wird wahrscheinlich eine normale Tasche, vielleicht mache ich da ein Journal, was zum Schreiben rein, oder ein Booklet. Das hatten wir schon fertig. Das ist die erste Seite, die wir gemacht hatten. Hier habe ich, da ist noch nichts weiter, hier habe ich nur vorgelegt. Das könnte man da reinmachen, hier kommt dieses Fenster, das habe ich in dem kleinen Kaleidoskop-Album schon mal gemacht. Das wird so raufgeklebt und dann kommen da ja die Tiere, die Bäume, die Teile, die ich habe, dass das ein schönes Pop-up ist. Und das werde ich so aufkleben, dass das eine Tasche ist und dass man hier dann noch Fotos reinschieben kann. Das hatte ich mir gedacht. Da bin ich auch noch nicht richtig weiter, wie ich das machen möchte. Ich habe nur mal so vorgelegtes Papier könnte passen. Hier will ich auf jeden Fall das hinmachen, damit sich das wiederholt. Und hier kommt das Karussell hin. Da bin ich mir sicher. Das lege ich aber jetzt mal weg. Und ich habe auch dann doch wieder, dass ich dieses Herzbrett benutzen möchte. Huch. Ich weiß gar nicht, hier fehlen ja noch, nee, müssten hier dran sein. Das müsste theoretisch klappen, genau. Ich muss halt nur schauen. Ich habe den jetzt erstmal länger gelassen, weil ich so unsicher war. Das werden wir von der anderen Seite durchstechen. Das ist relativ dick hier, aber hier geht das Magnet. Das funktioniert auch nicht, wie auf der vorderen Seite. Wo der Wasserfall ist, das funktioniert eben noch nicht. Jetzt müsste ich das hier anklemmen, dass wenn ich von der anderen Seite durchsteche, dass das auch da genau ankommt. Ne? Das wäre ja hilfreich. Nehmen wir mal den dicken Dorn. Und dann hoffen wir mal, dass das irgendwie da ankommt, wo es soll. Das ist nicht
mittig, das ist viel zu weit oben. Das heißt, ich muss den weiter höher schieben. Das geht natürlich besser, wenn man das ohne das Büchlein macht dran oder das Karussell. Aber ich glaube, jetzt geht es. Ja. Jetzt möchte ich aber trotzdem das noch ein bisschen einkürzen, weil das ist mir natürlich ein bisschen dick hier oder ein bisschen weit vor. Wenn wir das so machen, oh. Schwer, schwer, schwer. So, dele. Nein, jetzt hat es den falschen genommen. Nein, ich muss das andersrum. Haha. Ich muss das ja umklappen. So, einmal. Zweimal. So, na mal sehen. Ich finde das ja... Wäre glücklicher, wenn die Klammern ein bisschen dicker wären. Ich finde das nicht richtig, das ist nicht fest genug. Verändert sich das, wenn man da noch was hinterklebt? So, aufstellen, aufklappen. So, jetzt funktioniert das nämlich und dann kann man das drehen. So, haben wir den Fehler ausgemerzt. Sehr schön. Nur, dass das halt hier an der unteren Stelle, das bleibt nicht richtig haften. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Denn eigentlich sind die Magnete kräftig genug und dann funktioniert das. Aber in diesem Falle nicht. So, das Herz bewegt sich ein bisschen. Hier muss ich tatsächlich nochmal dafür rumgefummelt jetzt. Kommt ein wenig von dem Rot durch. Das möchte ich natürlich nicht. Mal gucken, ob das hält. Dann müssen wir für diese Seite, hier habe ich schon was drauf, also nur noch diese beiden kleinen. Ich habe natürlich dann doch hier einen relativ dicken Karton genommen. Aber es ist nicht der 300er. Also da reicht auch ein 120er, 180er. Das langt hin. So, wir werden jetzt erstmal hier Papier aufmachen, dass das irgendwie... Nehmen wir da ein gepunktetes? Ja, ne? Sonst wird das zu wild. Ah, das ist für den Mechanismus hier, glaube ich. So, dann gucken wir mal hier bei den Resten. Ich hoffe, da habe ich noch was. Das. Ich glaube, das ist besser hier. Das war 9,7 mal 9,7. War doch so nicht. Nee. Nicht 9,8,7, weil das ja 9 mal 9 cm ist, also 8,7. Müssen was inken.
Daumen. Schön klebe. Darum mache ich das eigentlich doch lieber mit Abreißklebeband, weil das da bis an den Rand heran dann geklebt ist. Und noch einen. Oh, ganz neu und gleich kaputt. Das sieht doch schon mal freundlich aus. Aufstellen. Es ist natürlich, weil das dann doch sehr begrenzt ist im Platz, mit dem Aufgreifen etwas mühsam. Und mir fällt gerade auf, es kann doch nicht sein, dass jetzt hier vier Magnete sitzen. Das finde ich heftig. Wieso hält das nicht? Aber es funktioniert einwandfrei inzwischen. Sehr schön. So mag ich das leiden. Ein Glück habe ich die Dehnungsfuge hier. Das ist heftig. Hier werden wir auch eine Tasche draus machen, schätze ich mal. Vielleicht machen wir hier unten noch Bäume und von den Tieren was hin, weil so sieht die Karte natürlich ein bisschen, oder die Seite ein bisschen mager aus. So, hier fehlt Kleber. Da habe ich doch mit dem ATG die Seiten, die Ecken nicht richtig erwischt hier. Frevel. Sehr gut. So, das kommt da nicht hin. Das kommt hier hin. So, jetzt würde ich gerne, ich hatte mich entschieden, die Punkte will ich nach innen machen. Hier habe ich, genau, innen hatte ich dieses vorgesehen. Magnete sind drauf. Das kann ich also einkleben. Thank you.
Seiten sind ja hier 20 mal 20 cm. Genau genommen sind es 20,5 mal 20. Und wir haben das im Prinzip geteilt. Zwei Streifen A10 mal 20,5 bzw. 11, weil wir ja hier die Klebelasche benötigen. Also 11 mal 20,5 und dann treffen die sich genau in der Mitte und gibt dann ja die Türen sozusagen. Ne? So, wir machen das runter. Überstände nach hinten schieben. Hier oben noch. Und hier unten ist noch einer. So, jetzt sieht es gut aus. Eine Tür. Hier sieht es schon wieder so aus. Als wenn hier Radiergummi. Nee, wie heißt das? Bleistiftstriche sind. Okay. Und die andere Seite. Habe ich ja schon. Und die zweite Tür. Sehr schön. So, und ich habe Abstand davon genommen, jetzt doch hier nochmal was hinzumachen zum Greifen. Weil das ist mir in der Mitte, das ist mir zu frummelig und zu frickelig. So, und dann habe ich mir gedacht, dass das vordere Bild, das ist dann genauso wie die innere Seite. Hallo? Nein. Hat es gepasst genau? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube. Genau. Dann geht es natürlich hier nicht mehr auf, weil wir das blockiert haben. Aber dann geht es auf. Genau. Großartig. Wieder ein Stück weiter. Erledigt. Hier weiß ich noch nicht, was ich mache.
So, jetzt wäre dieser Mechanismus. Ich habe aber die Buchstaben noch gar nicht gestanzt. Dann machen wir den Wasserfall. Die haben mir wieder graue Haare hinterlassen hat. Schönen Dank an Mosi für den Tipp. So in der Art habe ich es ja grundsätzlich dann gemacht. So, jetzt sollte ich mal überlegen, wenn ich den Bären hier hin machen will, mache ich einen Magnet da und einen Magnet da. Weil ich nämlich glaube, das sind wieder 4 Magnete. Habe ich noch genügend Magnete? Ja. Na, langsam müssen wir ja hier überlegen. So viele da drin schon. Das ist mir zu groß. Mal gucken. Das müsste gehen. Und eins am Kopf. So, und um das schöner aussehen zu lassen, könnte man theoretisch, ich habe nämlich die Viecher mit rechts und links Ausrichtungen gemacht. Aber ich sehe gerade, erstmal muss ich hier noch was rausschneiden. Die Frage ist, ob ich den schon zur Hand habe. Das sieht nicht so aus. Nee, ne? Die sind alle nicht ausgeschnitten und hier sind die ganzen Bäume. Ich habe gedacht, ich hätte so viel davon schon vorbereitet. Und da fehlt noch die Hälfte. Ich habe keinen weiteren Bären hier. Bambis, Elche, Hasen. So, dann muss ich mir das merken. Oh, guck mal, der hält hier schon fest. Muss ich mir das merken, weil ich will dann noch dagegen einsetzen. Aber das wird dann wieder unheimlich viel an Pappe, was dazwischen ist. Jetzt müssen wir erstmal das hier fixieren, wobei da nehmen wir das weg. Wir machen das unter das Papier. Natürlich machen wir es unter das Papier. So, da einmal und da einmal. Und dann reicht es. Oh, das ist knapp. Das kriegen wir gar nicht geklebt. Besser. Viel besser. Unten. Und oben. Nicht wegrutschen. Menno. So, dann ist so ein Datei geinkt. Dann kommt da noch was rüber geklebt. Oben auch gleich, damit er nicht noch abhaut. Das ist irgendein Magnet von der anderen Seite.
was den hier wegzieht. Dass die sich nicht gegenseitig nerven, abstoßen. Das ist echt ein Wunder. So. Das hier. Wunderbar. Wo ist er? Hier. Das sind echte Flecken auf dem Papier. So, und oben kommen die Grünen hin. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn das die hellen gewesen wären. Jetzt ist es so. Das war ja auch wegen der gegenüberliegenden Seite. Da wollte ich das nicht. Weil ich wollte, dass sich das wiederholt. So. So, und ich werde nur diese äußeren sichtbaren Seiten mit Papier bekleben. Hier soll für mein Empfinden nach das Foto rauf, weil ich finde, dass das schöner aussieht im Gesamteindruck, wenn das Designpapier vorne ist und wenn die Fotos dann dahinter sind. Man kann natürlich auch sagen, nee, ich will da Fotos, ich will da Fotos, kann man machen. Dann wird es nur sehr viel dicker und das muss man halt vorher dann mit einkalkulieren und planen, dass das passieren kann. Möglicherweise passen dann die Magnete auch nicht mehr. Ich weiß, dass das schwierig ist für Eltern dann, wenn wir eine Seite, zwei Seiten für einen Monat haben und dann müssen sie ein Bild aussuchen für diesen entsprechenden Monat. Ich weiß, dass das sauschwer ist. Hätte ich auch nicht gekonnt oder hätte ich Schwierigkeiten mit gehabt. Darum ist das ganz gut. Das sind hier das ist die erste Seite, das wird dann folglich der erste Monat sein. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Machen wir hier auch noch Papier auf. Die Frage ist, wenn man da ein Foto drauf macht, funktioniert das dann noch mit dem Schieben? Ich weiß es nicht.
Man könnte ja auch das für Text nehmen, aber das sieht dann, glaube ich, nicht so schön aus, wenn dann hier überall, keine Ahnung. Keine, nee, glaube ich nicht. So, jetzt ist tatsächlich meine Kamera ausgegangen und hat den Rest hier nicht mehr aufgenommen. Inzwischen sind die hier alle aufgeklebt. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich hier noch was hinmache. Oder einen Rahmen schaffen als Hinweis, dass man da auch noch ein Foto hinkleben kann. Ich habe wie angekündigt hier den gespiegelten Bären drauf gemacht, habe hier überall Pappstreifen zwischen gemacht. Das werde ich wahrscheinlich noch anpassen hier, weil das gefällt mir nicht, die Ecke. Dann ist diese Seite eigentlich grundsätzlich auch fertig. Und dann könnten wir mit dem hier beginnen. Wobei, da muss ich erst noch die Buchstaben und den Stern oder das Herz oder je nachdem, weil eins fehlt mir ja. Das kommt in dieser Richtung, weil ich oben und unten denselben Abstand wollte. Nein, weil ich links denselben Abstand wollte wie oben und unten, so rum. Und dann wird das so eingeklebt hier. Genau. Das ist so leicht schimmernder Cardstock, beidseitig. Wir haben den im vergangenen Jahr schon in allen möglichen Farben entdeckt. Und die eine Kursteilnehmerin, da wusste ich, dass die das in anderen Farben noch hat. Darum habe ich darauf gewartet und wollte das unbedingt eruieren, ob sie da noch was für mich übrig hat. Hatte sie? Ich weiß nur noch nicht genau, ob ich, wie ich jetzt die Buchstaben mache. Wie stanzt sich die aus? In welcher Farbe? In dunkelgrün? In grau? Nein, grau nicht. Nein, grau nicht. In dem Orange? Oder in diesem Farbton, in diesem Petrol, was auch immer das ist? Aber dann wäre es toll, wenn ich so einen kleinen Rand hätte. Habe ich aber nicht. Und ich werde einen Teufel tun, die Buchstaben mit Hand auszuschneiden. Geht ja mal gar nicht. Ich bin ja verrückt, aber so verrückt ja nun nicht. Ja, offensichtlich läuft die Kamera an meinem Handy auch nur begrenzt. Ich dachte, das Problem hätte ich gelöst, nachdem ich von dem alten Fotoapparat umgestiegen bin auf das Handy wieder. Aber das wusste ich nicht, dass die Kamera da dann auch begrenzt läuft. Keine Ahnung. Das nervt mich ein bisschen. Doch noch mal über eine Kamera nachdenken, weil ich muss mir dann tatsächlich einen Wecker stellen oder eine Uhr irgendwo laufen lassen, weil ich vergesse ganz gern die Zeit dann beim Basteln und dann habe ich das einfach nicht im Fokus und dann gibt es abgehackte Videos. Möchte kein Mensch. Ups. So. Noch eine. Ganz vorsichtig. So. Ist das so eine gute Idee, das mit Flüssigkleber zu machen?
jetzt durchsieht, das wäre ja Essig. So. Ganz schmalen Rand ringsherum, gleichmäßig, ja, voll toll, sehr schön. Das ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Mehr. Habe ich das beklebt? Habe ich das gleich aus schönem Farbkarton Designpapier zugeschnitten? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich bei den Mädchenalben meistens das mit Glitzer irgendwas gemacht habe. In rosa. Was mir jetzt siebenteils einfällt, ist, ich habe nicht probiert, ob die Buchstaben darauf passen. Was ist denn, wenn die kleiner sind? Oh, dann habe ich die 12 getrudelt. Ich habe das nach dem Muster gemacht, was ich dort oben hatte. Ja, Buchstaben drin. Nicht drin, sondern drauf. Das sind 3 cm. Das Äußere sind 3 cm. Wie groß sind die Buchstaben? 2,1. Passt. Ach je. Wenn einem immer bei Zeiten dann sowas einfällt, was eigentlich essentiell wichtig ist, ne? So. Die beiden zweite Außenseite hier, der linke Streifen. Ja, sehr schön. Die Farbe mag ich sehr leiden. Jetzt ist ja die Frage, das ist ja hier gefalzt. Jetzt weiß ich gerade nicht. Das muss ich doch auch falzen. Das ist ja toll. Und es muss nach unten. Weil, genau.
rechts rum, links rum und dann weil normalerweise wenn man über einen Knick lebt, dann funktioniert das immer nicht so gut. Irgendwo hebt und senkt sich das dann so ganz komisch und dann gibt es so einen komischen Eindruck. Okay. Hier zu weit oben, hier zu weit weg. So. Also daran erinnere ich mich nicht, dass ich so kleine, schmale Streifen geklebt habe. Da bin ich doch bestimmt wieder einem Irrtum aufgesessen. Eieieiei. Das gefällt mir nicht. Nope. Ganz und gar nicht. Okay. Okay. Das ist nicht gleich, das ist nicht mittig. Was zum Teufel geht hier ab? Ich denn da bloß? So. Yay. Und dann wird das hier reingeklebt. Ja. So, wir machen Folgendes. Machen überall dahin klebe, was fest
auf der Seite bleiben muss. Ist in diesem Fall jetzt nicht wirklich schwer. Das hätte man tatsächlich so machen können, dass man das als Tasche nutzt, ne? Hatte ich das nicht auch vor? So, und jetzt müsst ihr darauf achten, ihr dürft nicht die Falzlinie zukleben. Schon bis ran, aber nicht zukleben. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Das sieht doch gut aus. Hätte man das als Tasche gleich nutzen können. Frevel. Na gut, wir werden das. Und dadurch, wenn ihr das hier rauflegt und dann zuklappt, dann kommt es eigentlich genau hin und dann passt es und lässt sich nachher wunderbar öffnen und schließen und dass der Pop-up ohne Behinderung läuft. Der Pop-up? Nein, das Pop-up-Element. Hm. Tada! Genau. Jetzt werden wir das noch rasch hinten. So, ich habe euch die Schleuder erspart. So, hier kommen jetzt die Buchstaben dann rauf. Das muss ich dann noch, da muss ich mich auch noch entscheiden, in welcher Farbe ich das mache. Ich habe ja auch noch diesen Bronzeton. Das ginge ja vielleicht auch. So, wie weit sind wir? Das haben wir fertig, das haben wir fertig. Hier weiß ich nicht, gibt es da noch ein Pop-up oder mal einfach nur eine Tasche. Ich habe das Problem auch noch nicht gelöst mit diesem großen Rahmen, mit den vielen Bäumen. Dort weiß ich auch noch nicht. So, dann haben wir hier nochmal, das hatte ich ja schon etwas, ach, das sollte so genau. Ob wir da nur eine Tasche draus machen und ein Booklet reintun? Hm. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, das kommt ganz gut. So. Wäre möglicherweise ein Hubala andersrum.
Stehen die Herzen auf dem Kopf. Das will keiner. So, wunderbar. Muss ich nur noch überlegen, ob ich eventuell hier so eine Dehnungsfuge noch einbaue. Ein Booklet. In einem Booklet kann man, ja, da kann man mehrere Bilder einfügen. Ne? Das heißt, man braucht ein wenig mehr Platz. Nicht nur so für ein Foto. Das ist dann schön festgeklemmt. Booklet bietet ja ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich glaube, da müssen wir da so ein kleines Dingelchen einfügen. So, jetzt wisst ihr natürlich ganz genau, was ich meine. Ha. So, diese Klappe ist bis zum Beginn der Löcher von dem Muster 9 cm. So, wer bist du hier? Ich habe keine Ahnung. Wir schneiden jetzt mal einfach 9 cm hier in der Breite runter. Ha? So, jetzt falzen wir uns immer bei einem Zentimeter. Einmal, zweimal. Ups. Und bei drei schneiden wir ab. Einmal nach vorne. Oh, das ist zu fester Karton. Das muss ich aus dünnerem Karton machen. So, dann habt ihr hier so ein Ziehharmonika-Teil. Ein Z. Heißen die vielleicht auch so? Aber das muss ich aus dünnerem Karton machen. Das ist viel zu dick. Und somit habt ihr hier ja wie eine Tasche. Was denn das, dass die eine Erweiterung der Tasche, dass sie verbreitert ist, dass die mehr aufnehmen kann. Ich finde nur, ja doch, alles richtig, aber es muss dünnerer Karton sein, das ist einfach zu dick hier. Das trägt ja ganz schrecklich auf. Geht ja mal gar nicht. So, dann haben wir ja noch dieses hier, wieder bei 9, womit wir die ganzen Aufbauten gemacht haben, das Kraftpapier. Und dann machen wir dasselbe wieder. 1 cm, 2 cm und bei 3 trennen wir ab. Einmal nach vorne, einmal nach hinten. Das machen wir zweimal. 1, 2, und bei 3 abtrennen. So, jetzt müsst ihr nur darauf achten, dass ihr das in die gleiche Richtung macht. Denn wenn er das ergibt sich, weil wir nur 3 haben. Manometer. Wo ist mein rotes Digitape? Hallo. Lost. Echt jetzt? Wieso ist das weg? Nanu? Ist das hier irgendwo? Nein. Na sowas. Da muss ich suchen gehen. So, da ist er. Kurz hat eine neue genommen. So. Ihr müsst jetzt einmal von unten ankleben und einmal von oben gegenkleben. Und ihr habt dann im vorderen Bereich die Dehnungsfuge, das, was es halt Platz macht, dass ihr da ein bisschen mehr was reinschieben könnt. Ich bin immer noch am Überlegen, ob 4, nein, nicht besser sind. Ich immer noch was von den anderen dran. Einmal.
letzte hier, den muss dann auch mal nachgeordert werden. Ja. Das ist immer etwas ungelenk, wenn die Rollen neu sind. Aber das vertut sich dann auch ganz schnell. So, wir hatten gesagt, das nach innen. Das heißt, das machen wir jetzt hier hin. Bis an den Rand dran. Sehr schön. Und auf der anderen Seite genauso. Wir sehen zu, dass das auf der anderen Seite genauso geklebt wird. So, dele. Jetzt habt ihr schön Platz hier und da. Kann prima was eingeschoben werden. Da werden wir ein Booklet bilden. Aber eins weiß ich, ich werde nicht dieses Kraftpapier nehmen, weil das ist echt gruselig. Das bricht so schnell. Aber langsam wird's. Die erste Seite. Habe ich ausgerechnet das gleiche auf der davorliegenden und nachfolgenden Seite. Was mache ich denn damit? Ich könnte natürlich auch einfach als, wie sagt Ulrike immer, Tuckspot. Okay, der ist jetzt ein bisschen groß, ne? Aber wenn ich die in klein habe, habe ich glaube ich nicht. Ja gut, das kann man ja noch mal ausdrucken dann. Dass man das einfach mal noch hier hinsetzt, hoppala, um da was unterzuschieben. Wobei das mit dem Rrr und mit dem Geweih und das ist mir, glaube ich, das passt nicht, das ist nicht gut. Das müssen wir anders machen. Ich glaube, das gefällt mir nicht. So, warum habe ich hier noch nichts? Ich finde ja, hier fehlen ganz eindeutig Regenschirme. Das heißt aber auch, die muss ich noch drucken. Das sind die letzten, die ich jetzt hier habe. Regenschirme, definitiv Regenschirme. Was habe ich hier noch, was ich... genau, dann kann das hier hin. Und dann machen wir da Regenschirme hin. Finde ich gut, die Idee. Ups. So, ich weiß definitiv, dass ich den rechten Rand dieses Papiers möchte. Weniger. Und den da. Einmal abgeschnitten. Nochmal abgeschnitten. Und dann kommst du dahin. Ja. Und hier werde ich das genauso machen wie hier. Da kommt auch ein Booklet rein. Jupp. Das Booklet kann man dann auch gut mit einer Nummer versehen. So.
schwer hier. Halt! Hinten, vorne, nach hinten. So, und wenn wir das dann fest haben, dann werde ich, glaube ich, mich mal damit beschäftigen, die Zahlen für die Monate. Große, kleine. Was für ein Papier verwende ich da? Nehme ich vielleicht grünes? Einen Farbkarton? Doch, drucke ich noch mal welche mit den Viechern? Das muss ich erst noch mal denken. So, hier stürzt was ab. Wow, 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 was ist hier los? Doch, alles gut. Okay, super. Ja, wunderbar. So, jetzt brauchen wir Regenschirme, wir brauchen Zahlen. Und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich!